Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Episode 1 Racer. Jetzt geht's dann auch wirklich los. Wir machen ein Einzelspielerturnier. Ich habe auch schon einen Claude Gable erstellt, habe mit dem aber noch nicht weiter gespielt. Habe jetzt bloß einmal mit Anakin geübt oder mit dem Spielstand Anakin, damit ich mir die Steuerung vernünftig einstellen kann und auch gucken kann, dass ich es vernünftig aufnehmen kann. Bis jetzt sieht das auch alles sehr, sehr Star Wars-like aus. Wir können uns einen Podracer auswählen, mit dem wir dann fahren, das erste Rennen. Ich glaube, für das allererste Rennen nehmen wir uns einfach mal Anakins Podracer. Haben natürlich auch nur eine Strecke erstmal freigeschaltet. Das ist Tatooine. Sebulba ist der Favorit. Streckenrekord und beste Runde habe ich, glaube ich, vorhin aufgestellt. Bei einem anderen Spielstand, denke ich zumindest. Aber wir gucken mal. Man hat verschiedene Optionen noch. Man kann in die Podracer-Werkstatt, man kann Upgrades machen, Teile kaufen, zum Schrottplatz, Droiden kaufen und auch den Racer eben wechseln. Da wir aber eh noch keine Togoods haben, denke ich mal, fahren wir einfach mal das erste Rennen. Willkommen auf Tatooine, Podracer-Fans. Unser glorreicher Gastgeber, Jabba the Hutt, hat die Arena betreten. Jawohl, der Jabba the Hutt! Ja, so viel dazu. Das ist der kleine Junge von Tatooine, Anakin Skywalker. Hoffen wir, dass er es bis ins Ziel schafft. Das hoffe ich natürlich auch. Es ist wirklich eine ganze Weile her und ich konnte, wie im Intro schon erwähnt, nicht so viel spielen, wie es mir denn lieb gewesen wäre. Aber ich glaube, die ersten Level waren wirklich sehr, sehr einfach. Also ich glaube, das ging... Da muss man sich nicht mehr für anstrengen, glaube ich. Und die ersten 5 vielleicht sogar. Also ihr seht jetzt schon, wir rasen hier schon mal mit 450, ich weiß nicht genau, km/h oder Meilen pro Stunde vielleicht sogar durch Mos Espa. Da kommt auch gleich schon eine Stelle, wo ich mich beim ersten Spielen direkt komplett zerlegt habe, weil ich nicht wusste, dass man, oder nicht mehr wusste, dass man sich rollen kann. Und zwar genau bei dieser Stelle bin ich beim ersten Mal direkt zerschellt. Das klappt jetzt aber schon wieder viel besser. Ansonsten ist das hier ein eher langweiliges Rennen, weil, ja, wie gesagt, die ersten Level sind relativ... leicht. Und guck, man kann hier theoretisch noch die Kameraperspektive verändern, aber die gefällt mir dann Opa doch am besten. Später ist es dann auch noch so, wenn wir jetzt irgendwo gegenfahren oder unsere Triebwerke überhitzen oder was auch immer, können wir das Ganze auch reparieren. Je mehr Droiden wir dann haben, umso schneller geht das wohl auch. Und dann gibt es auch noch einen Boost, aber das habe ich bis jetzt noch nicht rausgefunden. Oder habe ich den jetzt gerade eingesetzt? Also entweder bin ich zu blöd, ihn einzusetzen, oder ich setze ihn gerade schon ein. Obwohl ich nicht merklich schneller werde, oder? Hoppala. War ich vorhin auch schon bei 480 km/h? Kurzzeitig war ich ja bei 500, aber... Ich guck gleich nochmal. Oder muss ich mir ihn erst freischalten vielleicht sogar? Hoppala. So, 480 haben wir jetzt auf gerade Strecke. Und ich kriege ihn nicht hochgedrückt. 481. Ne, schneller geht's anscheinend nicht. Muss ich mir mal angucken, wie das geht mit dem Boost. Brauche ich jetzt gerade eh noch nicht. ist ja doch relativ leicht. Aber schauen wir. Ich werde das auch alles posten in der Zeit. Oder hochladen. Oder veröffentlichen in der Zeit, wo ich auch bei Star Wars Episode 1 die Bedrohung muss erstmal rumschlender. Dann haben wir da so ein bisschen stimmiges Ambiente für die ganze Sache. Ich habe schon überlegt, man hätte natürlich auch erstmal spielen können bis die Arena von Mos Espa. Dann erst Star Wars Episode 1 Racer durchspielen und dann macht man weiter erst mit Star Wars Episode 1 Dunkle Bedrohung. Aber ich glaube, dann wird das alles, zieht sich das zu sehr in die Länge und dann ist man nachher vielleicht schon raus aus der Story und dann ist das auch nicht gut. Deswegen werden wir das parallel machen. Ich sehe es schon vor meinem geistigen Augen. Ja! Ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen! Genau. Das ist neuer Rundenrekord.
Und auch noch mit einem neuen Rundenrekord. Das ist ja alles wunderbar. Ja. Männer, das war schon das erste Level. Viel mehr gibt's ja auch erstmal nicht zu zeigen. Wir haben mit bald 10 Sekunden Vorsprung gewonnen. Es wird ein schöner Cantina-Song gesummt hier gerade. Das finde ich ziemlich lässig. Wir haben 1200 Trugos gewonnen, mit dem wir unseren Racer schon aufmotzen könnten. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Wir sehen uns auch dann beim nächsten Rennen wieder. Bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.